Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Vipers Meerwasser zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute mal ein kleines bisschen anders, das Layout. Und zwar, es gibt was Neues, was ich euch gerne vorstellen möchte. Brandneu am Markt, absolute Revolution. Nein, nicht ganz, aber es sind einige Dinge dabei, die äußerst interessant sind. Und was ist es? Es ist genau das hier. Nee, ihr seht es nicht, ne? Egal, braucht ihr auch jetzt noch nicht sehen. Und zwar geht es sich um das Jascha, das neu aufgelegte Jascha der Firma Aquamedic, das es in drei Versionen gibt. Blende ich euch mal kurz eben mit ein. Das ist einmal die Version 60, die ihr da jetzt noch nicht seht. Und mit den Abmaßen 40 an 40 an 40. Dann gibt es die Version 70. Die könnt ihr übrigens beim Patrick's Reef auf dem Kanal bzw. auch bei Insta sehen. Der hat das Ganze auch schon gestartet. Mit den Maßen muss ich jetzt ablegen. Sorry. 600 breit, also 60 cm breit. 35 tief, 35 hoch. Und das dritte in der Serie ist halt das Jascha 90 mit 45x45x45. Und ja, alle drei kommen mit einer Komplettausstattung, mit einer komplett Grundausstattung. Und genau das schauen wir uns jetzt mal an und die Besonderheiten, die halt dieses Becken mit sich bringt. Ja, aber als allererstes will ich euch natürlich nicht länger auf die Folter spannen und wir enthüllen das Ganze mal hier zeigen können. Also, hier haben wir es fast im Lieferauszustand, Auslieferungszustand stehen. Es sind schon andere Sachen mit verbaut, kommen wir gleich zu. Also alles das, was wir jetzt sehen, außer die Pumpe, ist tatsächlich im Lieferumfang. Wir fangen an mit einer kleinen DC Runner 600, die als Rückförderpumpe dient. 24 Volt DC, nicht regelbar. Die sitzt hier hinten in der Kammer drin und diese Kammer wird von der Pumpe im Prinzip komplett ausgefüllt. Wir haben hier hinten einen Rücklauf, kommen wir aber gleich noch zu. Erstes Teil, was im Lieferumfang ist. So, das nächste ist wichtig. Brauchen wir definitiv unseren Abschäumer. Ist auch eine neue Version, kenne ich so noch nicht, habe ich auch so noch nicht gesehen. Werden wir uns definitiv auch noch genauer anschauen. Das ist ein Motorabschäumer, Evo 100 heißt der. Er wird mit einem kleinen 12 Volt DC Motor regelbar angetrieben. Über diesen Regler, also der hier auch seitlich abgebildet ist, können wir die Motorleistung einstellen und somit die Abschäumerleistung. Zusätzlich lässt sich das Ganze noch in der Höhe verstellen und. Kommen wir aber in einem separaten Video zu. Der ist dabei. Und zu guter Letzt, hier oben auch schon zu sehen, die Cube 30 Meerwasser-LED, die lege ich jetzt auch mal hier rüber. Die ist ja schon sehr gut zu sehen hier.
Das ist eine entsprechende Meerwasserlampe, mit die über zwei Kanäle per Hand gesteuert wird. Wir können sie über eine Zeitschaltuhr an- und ausschalten oder händisch, wenn wir das wollen. Wir gehen hier oben hin, machen sie an, machen sie aus oder regeln unsere Blaukanäle was höher. Jetzt ist der Blaukanal komplett aus. Oder was mehr rein oder den Weißkanal und nur der reine Blaukanal. So wie wir das wollen. Und wenn wir das an eine Zeitschaltuhr dranhängen, dann ist die Einstellung die gleiche wie am Vortag. So, zusätzlich haben wir hier, ich mache die mal eben aus, hier einen entsprechenden Schwanenhals, damit wir das Ganze so einstellen können, wie wir das hätten oder haben wollen. Hier hinten ist eine Aufnahme, die in der Scheibe drin sitzt. Ich blende euch das auch mal separat mit ein. Die Scheibe ist extra dafür hier hinten ausgeschnitten. Und wenn wir das schon mal uns so angucken, ist natürlich eine sehr, sehr geile, clean Optik. Also Aquamedic hat es jetzt geschafft, tatsächlich hier den Schacht so tief zu machen, bündig zu machen und alles darin verschwinden zu lassen, dass das wirklich richtig genial aussieht. Wir können diesen Schacht, da kommen wir jetzt gleich noch zu, natürlich so abgedeckt lassen. Wer noch was anderes machen möchte, hat dazu auch die Möglichkeit. Aber so wie es jetzt tatsächlich ist, schon mal Daumen hoch für Sportlichkeit. Nächste Besonderheit, wir haben Opti White Glass, nennt sich das, glaube ich. Ich blende es noch mal unten mit ein. Und wir haben eine spezielle Verklebung. Blende ich euch auch mal eben ein. Und zwar sind das 45 Grad Verklebungen hier. Hat den Vorteil, dass wir hier innen drin fast gar keine Silikonnaht haben. Also das ist, hier steht nichts über, wo wir mit der Klinge richtig gegen könnten. Ich sage theoretisch. Ja, möglich ist alles und ich möchte hier auch keinem unterstellen, dass er mit der Klinge falsch arbeitet. Aber es ist hier definitiv schwieriger, was kaputt zu machen, als wie bei einem stoßverklebten Becken. Ja, die nächste Besonderheit, die wir hier haben, seht ihr hier. Wir haben zweimal einen Wassereinzug in diesem Becken. Und zwar einmal der normale Oberflächenabzug, den kennen wir. Und wir haben hier unten einen Tiefenabzug. Da fragt ihr euch, wie funktioniert der denn? Ja, ganz einfach. Hier drin, blende ich euch mal kurz mit ein, ist ein separater Schacht, ungefähr so tief, noch mit eingeklebt. Das Wasser wird einfach per Unterdruck, also sprich, wenn hier hinten die Pumpe anfängt zu laufen, geht das Wasser ja, wird Wasser rübergezogen, also normales Schwerkraftsystem. Der untere Bereich wird per Schwerkraftsystem dann dementsprechend eingezogen. Und über den oberen können wir so ein kleines bisschen den Wasserstand regulieren. Da müssen wir dann im Endeffekt schauen, wie hoch möchte ich das gerne haben, wie hoch ist machbar. Das werden wir übrigens dann in einem separaten Video, werde ich das Becken einrichten mit euch zusammen. Das ist schon mal sehr schön. Also ich kann das hier per Stellschraube lösen und diese Schieber hier so einstellen, wie ich sie gerne hätte. Das heißt also, ich kann auch bestimmen, wie viel Tiefenwasser da unten angezogen wird. Das mit dem Tiefenwasser und mit dem Schmutz da unten anziehen, finde ich ziemlich cool. Weil bisher waren wir immer darauf angewiesen, dass das alles so umgewirbelt wurde und nach oben getragen wird und nur hier oben drüber geht. Das da unten ist eine recht interessante Sache. Gibt es aber auch ein paar Besonderheiten zu, die ich dann in den weiteren Videos mit euch besprechen möchte. Gut, machen wir die Büchse der Pandora mal auf, oder? So, ich lege das mal weg. Das hier ist übrigens Glas, ja, also ist kein Plastik, wobei es ist schade, aber ich werde diese Abdeckung so nicht brauchen können. Ich muss mir noch was Spezielles anfertigen lassen, aber das steht auf einem anderen Blatt, weil nämlich auch was Spezielles zum Thema Riffaufbau hier reinkommt, aber das in den nächsten Videos. So, jetzt gucken wir mal hier oben rein. Da seht ihr dann dementsprechend den zusätzlich angebrachten Schacht, der von unten nach oben geht und oben dann überläuft. So, in diesem Schacht müssen wir dann halt schauen, dass da auch, ich sag mal, genug Wasser durchgeht, damit er auch sauber bleibt. Weil ansonsten sammelt sich da unten Schmodder an und das wollen wir nicht. Dieses System kenne ich übrigens hier von, wer hat das damals gehabt? Ach so, die Firma Eheim war das damals, mit dem Super Q. Gibt es leider nicht mehr am Markt, war ein sehr schönes, sehr schönes Aqua. Und ja, daher kenne ich das, von daher finde ich das System ziemlich gut. War damals aber auch ziemlich reinigungsintensiv. Also muss man drauf achten. Ja? Ich muss mal gucken, ob ich irgendwas rausfinde, wie man das am besten reinigt.
Aber grundsätzlich sollte sich da drin eigentlich nicht so viel Dreck ansammeln, wenn das eine gewisse Öffnungsweite hat und genug Wasser durchgeht. Gehen wir einen Schritt weiter, da kommen wir dann in die Abschäumerkammer. Da sitzt dann mein Evo 100, den ich da auf der von euch aus gesehen linken Seite einhänge. So, und ich kann das hier mal kurz hochhalten, beziehungsweise ich blende es euch ja auch separat ein. Da sitzt dann der Abschäumer drin, den ich dann dementsprechend einstellen kann. Wie gesagt, zu den technischen Geräten mache ich jeweils nochmal ein separates Video, also sprich einmal zu dem Material, was serienmäßig dabei ist, und einmal ein Video zu dem, was ich noch extra habe. Komme ich jetzt gleich auch dazu. So, last but not least haben wir hier hinten die Rückförderkammer, und in der Rückförderkammer sitzt natürlich unsere Evo 600, ungefähr hier unten auf der Höhe. So, jetzt haben wir von da unten bis nach oben einen Moment, zeige ich euch mal eben. So, das ist im Prinzip das ganze Hexenwerk hier. Ich halte es mal hier vor. Wir haben diesen Silikonschlauch dabei. Den habe ich tatsächlich angepasst von der Länge her, weil ich die Pumpe frei schwebend haben möchte. Man kann sie auch auf den Boden setzen, weil sie hat ja auf der Unterseite ein paar Gummifüße. Also entkoppelt ist sie, aber ich bin jemand, der das Ganze freischweben haben möchte. So, Silikonschlauch, dann haben wir hier ein Röhrchen. So, und hier oben drin sitzt ein Reduzierstück. Entsprechendes Bild mit den Kleinteilen blende ich euch mal ein. Ihr seht, 90 Grad Winkel, 45 Grad Winkel. Das Reduzierstück kommt in den 90 Grad Winkel rein. Ja, und wenn das einmal gesteckt ist, dann ist das auch fest. Also wir brauchen hier tatsächlich nichts dran kleben. So, dann haben wir hier ein Verbindungsstück. Und einfach nur ein Loch. Mehr brauchen wir nicht. So, dann wird das Ganze hier eingesetzt. Ich presse das Ganze zusammen, so wie ich das haben möchte. So, und das war's dann schon. Moment. Ja, da kann noch ein bisschen was. So, dann ist das relativ fest. Ich muss mich damit noch beschäftigen, definitiv, wie es am besten geht, aber so ist der grobe Plan. Da kann man hier, wenn man das möchte, vielleicht noch eine Art Ausströmer draus machen, aber Fakt ist, das ist erstmal die Grundausstattung, die bei diesem Becken hier dabei ist. Was ich aber auch noch vergessen habe, euch zu zeigen, das blende ich auch mal separat, wir haben hier auf der Seite und auf der anderen Seite jeweils einen, ja, ich sag mal, einen Sichtschlitz, damit ich in meinen Technikbereich reinschauen kann. Was bringt mir das? Einerseits kann ich natürlich hier in der Rückförderkammer meinen Wasserstand überprüfen. So, das heißt, wir müssen hier in irgendeiner Form, entweder ihr gebt es von Hand zu oder ihr verbaut eine ATO. Ich werde eine ATO verbauen, die dann mir hier den entsprechenden Wasserstand regelt. Die wird mit einem Magneten hier drin befestigt. Also kein zusätzlicher, keine Aufhängung oder sonst irgendwas. Das muss, also in meinen Augen muss das mit einem Magneten gemacht werden. Ja, was brauchen wir denn noch, was nicht dabei ist? Und zwar ist das einmal ein Heizstab. So, da werden viele sagen, warum ein Heizstab ist, warum ist denn der nicht dabei? In manchen, ihr müsst das so sehen. Aquamedic verkauft international. So, und wir verkaufen natürlich auch in die südlichen Länder, wo es vielleicht hier und da wärmer ist. Es gibt auch natürlich Räumlichkeiten, die von der Raumtemperatur her grundsätzlich sowieso schon recht warm sind. Dann brauche ich keinen Heizer. Und all das, ja, warum soll ich eine Sache mit reinbringen in einen Bundle und somit den Preis nach oben treiben? Weil der Preis für das Becken, blende ich euch mal eben ein, ist in meinen Augen richtig, richtig spitze. Ja, also für dieses komplette Bundle, was hier steht, ohne die Pumpe, die da jetzt noch zu sehen ist, und ohne den Heizstab, der gehört jetzt nicht zum Bundle, ist das ein Top-Preis. Also finde ich schon mal genial. Ich habe das Becken, wie gesagt, jetzt gerade auch erst frisch bekommen, werde sehen, wie es sich im Betrieb schlägt. Aber grundsätzlich Lampe, Abschäumer, Rückförderpumpe und ein sehr gut, in meinen Augen sehr gut verklebtes Becken. Optisch schön, ohne großes Schild, wie die Vorgänger das hatten. Richtig geil. Preis-Leistung in meinen Augen richtig top. So,
dann brauche ich nicht noch dementsprechend so einen da mit reinzupacken und den Preis nach oben zu treiben. Wenn ich einen brauche, organisiere ich mir einen. Wenn ihr einen habt, die Technikbereiche sind groß genug, dann müsst ihr nicht unbedingt den hier nehmen. Ihr könnt natürlich auch Heizer nehmen, die ihr schon habt. Meistens ist es ja so, dass ihr einen habt. So, aber ich habe hier den hier mir dabei packen lassen, beziehungsweise gefragt, könnt ihr mir noch einen Heizer mit dabei packen? Und der kam dann an. Vielen lieben Dank, Aquamedic. Ich kannte den tatsächlich noch nicht. Dieser Heizer ist nach dem Gesamtprinzip, so wie es hier ist, Plug and Play, einstecken, wohlfühlen. Der heizt das Becken nämlich konsequent auf 25 Grad. 25 Grad hat der fest eingestellt, das heißt, wir können diesen Heizer nicht anders einstellen. Außer wir benutzen ihn vielleicht über einen Thermocontrol oder ähnliches, aber sie ist in meinen Augen für sowas hier Perlen vor die Säue geworfen. Der Heizer hier, einstecken, wohlfühlen, heizt auf 25 Grad, gut ist. 25 Grad ist in meinen Augen optimale Wassertemperatur, fahre ich bei dem großen Pott hinter mir übrigens auch. 75 Watt für bis zu 120 Liter, das sind 60 Liter, heißt, das Ganze hier sollte passen. Der ist übrigens hier hinten in der Kammer verbaut. Gut, was haben wir noch? Wir haben noch eine Smart Drift hier. Da hatte ich auch gefragt, ob man mir eine mit einpacken kann, weil ich hier ein entsprechendes, ich sag mal, Riff-Konzept mir reinbauen möchte. Und da war ich mir nicht sicher, ob die Pumpe das alleine schafft. So, Aquamedic war so nett und hat mir nochmal eine zur Verfügung gestellt. Ich habe ja zwei 9.1 schon gehabt, aber die 9.1, die wären echt tatsächlich ein bisschen groß gewesen. So, die gute Smart Drift hier kennt ihr. Von mir habe ich im Einsatz gehabt und entsprechendes Video blende ich euch auch genau da oben mal kurz mit ein. Vorstellung, Verbindungsroutine etc. alles in dem Video erklärt und wie gesagt, die habe ich jetzt hier noch dabei gepackt, um halt noch ein kleines bisschen damit spielen zu können. Verschiedene Simulationen, Wellenschlag etc. Mal gucken. Ich möchte hier keine Dreheinheit verbauen, sondern tatsächlich nur mit dieser Pumpe arbeiten. Und da die sich ja über die App programmieren lässt, habe ich dann zu verschiedenen Tageszeiten immer unterschiedliche Strömungskonzepte mit unterschiedlichen Stärken. Und das sollte vielleicht, hoffe ich, dann hier, sagen wir mal, die Dreheinheit ersetzen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde das Ganze hier ziemlich gelungen, was Aquamedic da jetzt erstmal hergestellt und produziert hat. Finde ich cool. Richtig genial. So zumindest von mir aus gesehen, der erste Eindruck, schon mal dicker Daumen hoch. Und ich würde sagen, für die Vorstellung war es das jetzt erstmal. Ich werde dieses Becken demnächst in Betrieb nehmen und bei der Innenbetriebnahme schauen wir uns die einzelnen Komponenten, Pumpe, Abschäumer, Heizer, Strömungspumpe und, was an halt alles noch verbaut wird, damit das Ganze hier sauber läuft, etwas genauer an. Und ja, ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video beim Aufbau dieses wunderschönen Beckens. Und in diesem Sinne, Däumchen nicht vergessen, bis zum nächsten Mal, euer Walter.